Ja, dann also zuerst der Screenshot mit dem Knöchel, sogenannte Knuckle Sense. Der ist von Haus aus so eingestellt, also Standardeinstellungen beim Mate 30 Pro. Man nimmt einfach seinen Knöchel, klopft aufs Display und schon entsteht ein Screenshot. Zack. Die nächste Möglichkeit, die ich heute auch das erste Mal rausgefunden habe, ist der sogenannte Grab Shot. Beim Grab Shot funktioniert das Ganze berührungslos. In Zeiten von Corona wahrscheinlich gar nicht mal so schlecht. Wie ihr das einstellt, ihr geht in die Einstellungen, wählt hier Bedienungshilfen aus, Verknüpfungen und Gesten. Dann berührungslose Gesten. Hier kann man auch das berührungslose Scrollen einschalten. Hat bei mir allerdings nicht so gut funktioniert. Ich will euch hier aber auch nur zeigen, wie man einen Screenshot erstellt. Dafür hier auf GrabShot aktivieren. Gibt es auch noch ein Tutorial dazu. Das schauen wir uns jetzt auch gleich an. Man nimmt seine Hand, hält sie ca. 20 bis 40 cm vom Bildschirm entfernt, bis oben eine kleine Hand erscheint. Macht dann die Faust und ihr habt gesehen, funktioniert. So, jetzt machen wir das Ganze mal live und in Farbe. Also, die Hand. Habt ihr das oben gesehen? Es erscheint dann. Zack. So, das war's eigentlich schon. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, abonniert unseren Kanal, schaut auch mal bei uns auf dem Huawei-Blog oder in unserer Gruppe vorbei. Bis später, bleibt gesund, Servus, ciao, baba.